Hallo und herzlich willkommen zur OpenGeoEDU-Übung zum Thema Fernerkundung und Kopernikus. Diese Einheit behandelt das Fallbeispiel zum Thema Windwurferkennung und begleitet die dazugehörige praktische Übung. Die Übung läuft parallel zur Vorlesung und dient dazu, das Ganze anwendungsbezogen anhand von realen Daten einmal selbst durchzugehen. Bevor wir direkt einsteigen, kurz noch zur Motivation dieser Einheit. Immer mehr Daten und Geodaten sind auf nationaler und internationaler Ebene frei zugänglich und stehen für eigene Untersuchungen zur Verfügung. Der Umgang mit dieser Masse an offenen Daten ist für viele Menschen noch Neuland und muss erlernt und vor allem vermittelt werden. Dies soll, zumindest im gewissen Umfang, in den Lerneinheiten von OpenGeoEDU geschehen. Angesprochen sind in erster Linie Studierende unterschiedlicher Disziplinen wie etwa Geographie, Biologie, Agrar- und Forstwissenschaften, aber auch private Anwender und Personen, die sich beruflich oder nebenberuflich mit Geodaten beschäftigen. Sie alle haben oft mit Daten zu tun, die einen Raumbezug besitzen. Als ein Anwendungsbeispiel sei das Waldmonitoring mittels Fernerkundung genannt. Das heißt die Überwachung per Flugzeug, Drohne oder eben Satellit. Circa 30% der globalen Landmasse sind mit Wäldern bedeckt. Dies entspricht in etwa auch der Waldfläche von Deutschland. Sturmereignisse verursachen allein in Deutschland jährlich Schäden in Millionenhöhe. Neben den zusätzlichen Kosten kommen noch weitere Risiken hinzu. So bringt Sturmbruch Gefahrenpotenzial für Personen durch herabfallende Äste oder durch unter Spannung stehende Stämme. Auch erhöht sich das Risiko für Borkenkäfer-Kalamitäten nach einem Sturm. Die zusätzlich angefallenen Mengen an Holz und die Maßnahmen zur Räumung und Wiederaufforstung können ebenfalls hohe Kosten verursachen. Deswegen und der generellen Bedeutung von Wäldern ist es wichtig, Informationen zu besitzen, die sowohl räumlich genau und großflächig, aber auch möglichst aktuell sind. Genau dort kommt die Fernerkundung als geeignetes Werkzeug zum Einsatz. In dieser Einheit bilden folgende Fragen die Motivation und den Rahmen. Welche Daten stehen deutschlandweit zur Verfügung, die Informationen zu Waldflächen und deren Waldzusammensetzung liefern? Wie groß ist etwa die gesamte Waldfläche innerhalb des betrachteten Gebietes? Oder wenn wir ein Sturmereignis haben, wie groß ist die beschädigte Waldfläche und wie ist der entsprechende Anteil an Nadel- und Laubwald? Zudem können digitale Geländemodelle zusätzliche Informationen über den Einfluss des lokalen Reliefs liefern. Wir beschäftigen uns in dieser Übung mit dem Satellitensystem Sentinel-2 des europäischen Erdbeobachtungssystems Copernicus. Der erste der beiden Satelliten ist seit 2015 im Orbit, der zweite folgte dann 2017. Die multispektralen Bilder von Sentinel-2 haben eine maximale räumliche Auflösung von 10 Metern und erlauben Aufnahmen mit hoher zeitlicher Wiederholungsrate von nur wenigen Tagen. Durch die Kombination von jeweils 3 der 13 spektralen Bänder lassen sich bereits Unterschiede in der Landbedeckung ansprechen. Sie können etwa mit Hilfe von Infrarotaufnahmen für das menschliche Auge verborgene Features sichtbar machen und gezielt für ein Monitoring verwendet werden. Es gibt viele Wege, um Sentinel-Satellitendaten zu beziehen bzw. frei herunterzuladen. Code.de ist der nationale Copernicus-Zugang für die Satellitendaten der Sentinel-Reihe und entsprechende Informationsprodukte der Copernicus-Dienste. Hier können Sie unter anderem auch Sentinel-2-Daten suchen und diese herunterladen. Genau wie viele Satellitendaten liegen auch Sentinel-2-Daten unterschiedlich aufbereitet vor. In diesem Fall wurden bisher nur Daten des Präzisierungslevels 1C angeboten, vom November 2018 zum Beispiel. Das heißt, die Pixelwerte entsprechen der Reflektanz oberhalb der Erdatmosphäre. Es ist aber geplant, auch Level 2A Daten anzubieten, was der Reflektanz am Boden entspricht, wobei die störenden Atmosphäreneinflüsse bereits herausgerechnet worden sind. Der Copernicus Open Access Hub
vorher auch bekannt als Sentinel Scientific Data Hub, bietet vollständigen, kostenlosen und offenen Zugang zu Sentinel 1, 2, 3 und Sentinel 5P Anwenderprodukten. Ähnlich wie Code.de können auch hier gezielt Szenen gesucht und heruntergeladen werden. Etwa durch räumliche Einschränkungen, das zeitliche Fenster oder den Grad der Bewölkung. Allerdings sind hier auch Level 2A-Daten für viele und vor allem für viele Aufnahmen verfügbar. Eine Aufgabe für Sie ist es, beide Plattformen, Code.de und Sentinel Hub, zu vergleichen. Bestimmen Sie die Anzahl der Treffer etwa für ein bestimmtes Datum. Wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo unterschiedliche Unterschiede in der Auswahl und der Handhabung im Allgemeinen? Als nächstes beschäftigen wir uns mit weiteren Rasterdaten des Copernicus-Programms. Die High-Resolution-Layer beinhalten unter anderem auch den europaweiten Datensatz zu Waldgebieten und baumbestandenen Flächen. So finden sich hier Informationen zu Waldtyp und den Bedeckungsgrad mit einer räumlichen Auflösung von 20 bzw. 100 Metern. Für die Übung können die entsprechenden Datensätze optional zu den anderen Landbedeckungslayern verwendet werden. Die Daten liegen für ganz Europa in räumlich getrennten Kacheln vor. Möchten Sie die Daten für Deutschland haben, müssen Sie die zwei Kacheln des entsprechenden Layers herunterladen. Ein weiterer Copernicus-Datensatz ist die europaweite Kartierung zu Corinne Landcover, welche Landbedeckung und Landnutzung einschließt. Dieser beinhaltet etwa Gewässer und Feuchtgebiete, Wälder, landwirtschaftlich und bebaute Flächen untergliedert in 44 verschiedene Klassen. Auf der Internetseite des Copernicus Landüberwachungsdienstes kann er als CLC25 heruntergeladen werden. Um die Daten mit einer höheren, sprich besseren Auflösung zu erhalten, gehen Sie zum Geodatenzentrum des BKG. Dort kann der Datensatz mit einer Mindestkartiereinheit von 10 Hektar für die Fläche von Deutschland bezogen werden. Doch es werden nicht nur Bilder aus dem Weltraum gemacht. Durch aktive LiDAR, also Laser- oder Radartechnologien, können unter anderem auch digitale Geländemodelle generiert werden. Dadurch entstehen zum Beispiel Informationen, die den Schritt von der zweidimensionalen Betrachtung zu 3D-Analysen erlauben. Geländehöhe, Hangneigung oder auch Exposition, also die Ausrichtung eines Hanges, sind dabei von zentralem Interesse. Laden Sie sich den entsprechenden SATM-Daten oder alternativ die EU-DEM-Daten für das Untersuchungsgebiet herunter. Offene digitale topografische Karten bilden heutzutage die Grundlage für eine Vielzahl an Anwendungen. Eine der gängigsten offenen Kartendienste ist OpenStreetMap. Die Daten selbst können auch heruntergeladen und weiterverwendet werden. Für das Fallbeispiel im Taunus laden Sie die Daten für das Bundesland Hessen herunter. Diese finden Sie auf der Seite geofabrik.de. Auch das BKG bietet eine offene Webkarte an, deren Grundlage unter anderem auch OpenStreetMap ist. Aber auch amtliche Datenquellen werden verwendet. Die Top Plus Open Karte besitzt 18 Maßstabsstufen, die eine jeweils unterschiedliche Darstellung besitzen. Sie finden den Dienst im Geodatenzentrum des BKG. Zur Einbindung in ein GIS steht Top Plus Open auch als WMS bzw. WMTS zur Verfügung. Die nun vorhandenen Datensätze wie OpenStreetMap, Corinne Landcover oder die High-Resolution-Layer können zum Ausmaskieren verwendet werden, um die anstehenden Untersuchungen vorab bereits räumlich auf Waldgebiete zu beschränken. In dem dargestellten Beispiel verschwinden alle Klassen des Corinne Landcover-Datensatzes bis auf die Wälder. Die Maskierung vereinfacht die Analysen und die Rechenschritte und vermindert zudem Fehlinterpretationen bei der Bildauswertung. Wenn wir uns mit optischer Fernerkundung beschäftigen, haben wir nicht nur mit den einfachen Pixelwerten zu tun. Je nach Intention kann durch unterschiedlichste Bandverhältnisse und Bandkombinationen ein Index berechnet werden. Spektrale Indizes und sogenannte Vegetationsindizes sind nützliche Tools, um bestimmte Features innerhalb eines Satellitenbildes hervorzuheben. Der wohl gebräuchlichste ist der Normalized Difference Vegetation Index, der NDVI abgekürzt wird. Dieser macht sich spektrale Unterschiede von Pflanzen in der Reflektanz in Rot und Nahinfrarot zunutze. Das heißt, dichte grüne Vegetation hat hohe NDVI-Werte nahe 1.
Nach dessen Berechnung für zwei Zeitpunkte können multitemporale Untersuchungen durchgeführt werden. Durch das Setzen eines Schwellwertes ist es zum Beispiel möglich, Veränderungen und Schäden innerhalb von Wäldern zu identifizieren, die durch ein Sturmereignis aufgetreten sind. Als zentrale Aufgabe sollen Sie in der Übung einen geeigneten Schwellenwert finden. Kommen wir zum Schluss zur Aufbereitung und Darstellung der Resultate. Die erzielten Ergebnisse lassen sich zum einen als zweidimensionale Karte visualisieren. Oder Sie erweitern das Ganze mit Hilfe der Höhendaten um eine Dimension. Durch Überlagerung der einzelnen Layer über das digitale Geländemodell können Sie Ihre Ergebnisse dreidimensional darstellen. Dies erhöht zum einen die Informationsdichte und zum anderen können so lokale Gegebenheiten und Sachverhalte besser veranschaulicht werden. Für eine 3D-Darstellung bietet sich QGIS an. Ein entsprechendes Plugin ist ab Version 3 verfügbar. Alternativ kann über den Export als KML-Datei Google Earth verwendet werden. Ich hoffe, Sie haben alles soweit verstanden und können die praktischen Übungen nun angehen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Und nicht vergessen, schauen Sie rein auf opengeoedu.de. OpenGeoEDU ist ein Verbundprojekt, gefördert durch den Modernitätsfonds des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.